Willkommen auf einem idyllischen Eiland. Sieht doch eigentlich recht friedlich und einladend aus, diese tropische Insel im Ego-Shooter Far Cry. Sie können sich beim Schwimmen und Tauchen vergnügen. Beachten Sie dabei mal die unterschiedlichen Sichtweiten unter und über Wasser. Höhlen gibt es auf der Insel auch und, wie nicht anders zu erwarten, jede Menge Feinde. Was uns beim zum Teil sehr heftigen Actionspiel von Crytek, doch dazu später mehr, besonders auffiel, ist die hervorragende Physik-Engine. Nach der Explosion der Handgranaten wackeln nicht nur die Wände, sondern auch die Deckenlampe physikalisch korrekt. You want a piece of me? You made it. Nice job. It'll take... Aber bei unserem Solokampf gegen eine Söldnerarmee hilft Lampenwackeln nicht wirklich weiter. Die Fässer hier hingegen schon, wenn wir sie über unsere Feinde rollen lassen. Den Rest erledigen wir auf herkömmliche Weise. Den letzten Soldaten im Dickicht stört unsere Handgranate wenig, da er von einem Stein geschützt einfach ausweichen kann. Neben den einzelnen Actionabschnitten eines Levels, in denen Sie frei agieren können, gibt es auch immer wieder kurze Ruhepausen. Von den drei Möglichkeiten, hinunter zum Fluss zu kommen, springen, den herkömmlichen Weg benutzen oder fliegen, entscheiden wir uns für Letztere. Her name is Val and she's not my girlfriend. Well then, they probably took your client. Der Paraglider hier bringt uns sicher und unbehelligt ans andere Ufer. Dort befindet sich eine MG-Stellung. Da die Wachen gegen uns zu schwach sind, fordern sie per Rauchgranate Verstärkung an. Ob der Hubschrauber da hinten das Feuergefecht und den Rauch bemerkt hat? Scheint nicht so. Aber dieses Geräusch... Irgendjemand hat es bemerkt und neue Truppen mit diesem Transportflugzeug geschickt. Nur wir haben den Vorteil, dass wir von dem Maschinengewehr Gebrauch machen können. Der Flieger entkommt zwar, aber der Abschnitt ist geschafft. Wie heftig der Ego-Shooter Far Cry sein kann und weshalb Sie dieses Video nur auf der Ab-18-Ausgabe von GameStar finden, zeigen wir Ihnen jetzt. Wundern Sie sich nicht, dass unser Held keinerlei Verletzungen erliegt. Zu Demonstrationszwecken spielen wir im God-Modus. Where did he go? Keep on guard.